Mann, du, weißt du, wo bleibt der denn denn schon wieder? Das Spiel ist doch schon wieder angefangen, Mensch, der alte Baselacke. Immer muss man warten hier. Mann, das ist doch schon jetzt angefangen, verdammt nochmal. Jetzt muss ich zur Tür. Mann, immer zu spät. Verpasse ich schon wieder das Tor. Boah, tut mir leid, ey. So, will ich erstmal Schuhe ausziehen. Ich weiß, dass das bei dir ja immer so ist. Wo man könnte dir eigentlich anlassen, weißt du, das ist ja hier. Du kommst ja schon wieder zu spät. Das ist ja schon wieder angefangen. Komm rein, Mensch, schnell! Ja, Moment, den Schuhe erst. Mann, komm rein! Mein Gott, wie sieht das hier so? Ah, bist du mal endlich wieder am Wäschewaschen? Da ist ja endlich vernünftig hier in der Bruchbude. Mein Gott, überall Krümmel da, ey. Da kann ich ja meine Schuhe anlassen. Ach, weißt du was? Lass mich doch in Ruhe hier, alter Baselack. Moment. Also ich bin nicht der Baselack, ne? Der einzige Baselack, der hier also anwesend ist, das ist bist du. Du hier mit deiner Junggesellenbude, weißt du? Wie sieht das denn überhaupt? 0-0 noch. Habt ihr ja schon wieder die Hälfte verpasst. Erstmal muss ich wieder warten. Dann komm ich wieder zu spät. Und dann kriege ich wieder nichts mit hier. Die 5 Minuten, bis ich zur Tür gehe, das dauert ja auch alles. Mann, immer das Gleiche mit dir. Ja. Ja und? Wie steht das denn jetzt? Ja und denn, du? Guck doch selber, hast doch eine Brille auf, Mann. 0-0 noch. Ja weißt du, was gerade im Wort hast du ja im Mund gehabt hier, Puzzle-Lacke, ne? Oh, jetzt fange ich schon wieder an, hier mir irgendwas vorzuschreiben, wie ich was zu sagen hab. Mann! Doch. Moment. Ah! Nee, das musst du jetzt hören. Kerl, kannst du nicht einmal deine Goschen halten? Ich will einfach nur Fußball gucken. Du hast dich jetzt angemeldet und jetzt gucken wir auch. Weil, das läuft doch jetzt. Kannst du mir das nicht nachher erzählen? Nee. Weißt du, das läuft ja pleppert ja vor sich hin. Also ich habe Befürchtung, dass die das gegen Leipzig nicht schaffen, weißt du? Na, du mit deiner Befürchtung, du. Ja, so ist das nun mal mit dem Fußball. Ball ist rund und 90 Minuten, weißt du doch. Ja, ist mir bekannt. Ja, und wir haben ja noch zig Minuten. Ja, Hammer. In der Zeit kann ich dir ja auch dann Paselacke erzählen, ne? Oh. Ja, hau raus. Ich hör zu. Aber ich guck dahin. Der kannst du dir nicht selber mal diese Sky anschaffen, oder wie das Zeug heißt hier. Ja, du meinst das Dudden, oder wie das ist, ne? Na, das hast du doch. Ja, aber das ist geil. Aber ich blick's doch gar nicht mehr durch bei den ganzen... Vorbei und dann auch noch gefault und noch nicht mal ein Elfer, verdammt nochmal. Ja, so ist das. Also, was ist denn jetzt ein Puzzle-Lacke, willst du wissen, ne? Kannst du übrigens mit CK schreiben oder ohne? Puzzle-Lacke oder Lake. Ne, wenn du einen meinst, also kannst du den... Ah, ja. So ist das, ein Völkchen, das hat mit dem Völkchen nichts zu tun, ne? Also... Der Paselacke ist auch Mehrzahl in der deutschen Grammatik. Und die haben das noch nicht mal hier im Duden drin, ne? Wie jetzt? Nicht im Duden? Verweifst du mich jetzt hier, was hier? Willst du mich belügen, oder was? Ach, schon wieder daneben, Mann. Wieder keine gelbe. Für den Leipziger da. Jetzt ein Robert. Ja, weißt du, ich habe letztens geforst für Paselacke, weil du das ja immer so rausgehauen hast, ne? Also Leipziger darfst du jetzt hier nicht als Paselacken hinstellen, ne? Weil Paselacke, das ist. Ja, ich sag doch, guck lieber. Kannst du mir immer noch erzählen? Nee. Das erzähle ich dir jetzt aber. Also, Paselacke ist so ein Begriff, der sich so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Pott durchgesetzt hat. Obwohl, ist schon älter in einer gewissen Hinsicht. Also,
Du kennst das, ich kenne das und es gibt ganz viele, die das Wort überhaupt kennen, aber eigentlich gar nicht wissen, was das so richtig bedeutet, ne? Ja und? Was bedeutet das denn jetzt? Kann ich da vielleicht mal hingucken oder was? Ja, sicher, guck hin, ich erzähle dir das ja ganz in Ruhe. Willst du jetzt noch ein Bier oder was? Kannst du mal deine Stimmbänder ein bisschen hier reinigen? Ja, was hast du denn? Ach, such dir mal aus, geh mal in die Küche. Na gut. Ach, der hat aber auch immer Probleme. Ach, oh, österreichisches hat er hier sogar. Von wegen Bier. Das ist ein Süßer hier, Almdudler aus Österreich. Malzbier. Ey, wo hast du denn Bier hier? Ist doch keins mehr. Nee. Hast vergessen zu kaufen, oder was? Ah, scheiße. Mist. Die letzte Pulle habe ich gerade selbst gesoffen. Ja, so ist das. Dann kommst du zum Patelacken hier hin, wie er so schön dachte, ne? Und dann hat er kein Bier. Na, Malzbier da, ja. Ich muss ja sowieso noch zurückfahren. Und? Wie ist das? Ja, hast du mich denn Jubel gehört? Ja, klar. 0-0, ist klar. Okay, komm ich mal zurück hier. Ja, auch raus. Okay, also. Das Wort kennt man da so im Pott, ne? Und wenn du dir so einen Dachboden anguckst, dann denkst du an die neuen Geschichten über Messis, die den Müll sammeln, ne? So ungefähr kannst du dir Passelacken ja vorstellen. Gibt ja hier so, guck bei Hemdzig unterm Bett, ne? Ja, bei mir darfst du auch nicht runtergucken. Oh Mann, ey, was finde ich denn da noch? Lass mal sein, die Tür ist verschlossen. Also, wenn du das... Also wenn ihr das Wort Passelacken liest, könnt ihr auch vorstellen, dass du mitten in der Wüste bei den Mamelucken stehst. Und das ist so ein lustiges Nachbarvölkchen, die auf den Tische tanzen und hinterher nach dem Gelage mit den Nachbarn einfach nicht aufräumen, weil das nicht in die Wiege gelegt wurde. Aber das würde auch nicht gehen. Was für ein Scheißspiel hier. Ja, denn die Mamelucken sind kein Völkchen. Das ist eine Bezeichnung für Militärsklaven. Ja, wolltest du mir was jetzt über die Militärsklaven oder über ihr Passelacken erzählen? Ja, Moment, da komme ich ja zu. Also genauer, und damit zweifle ich kurz ab. Mamluk ist im Mittelalter bei den Osmanen meist ein Kind christlicher Herkunft gewesen und der wurde so als Sklave gefangen genommen und zum Reiterkämpfer ausgebildet. Also Leibstandarte vom Sultan und später haben die sogar als Soldaten für Eroberungskämpfe ausgebildet. Das ist so eine Geschichte für sich selbst. Muss man mal in Wikipedia nachlesen. So, jetzt komme ich zu den Passelacken. Boah, das wird auch Zeit hier. Das Spiel geht voran hier. Mann, was machen die Bochumer denn da? Also die Passelacken sind keine ausgebildeten Krieger, sondern Gesuchs. Ja, meine habe ich jetzt gerade in Wäsche. Ah, deswegen geht die Waschmaschine mal los. Es wird auch wirklich Zeit, ey. Das riecht ja auch mal. Mach doch mal Fenster auf, ja, eine Bruchbude. Also, ein Passelacken hat nichts mit Socken zu tun. Eher mit Abzaum, mit minder bemittelten, ungepflegten und ungehobelten Menschen. Erinnerst du dich noch an meinen Hinweis aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Nee, hab ich vergessen. Ist das doch wichtig jetzt hier? Also, da gab es so eine Zeit mit... Mann! Ja, Moment, also, läuft ja sowieso nichts da für Bochum. Weißt du was, ist das zum Mäusemelken hier wieder mit den Leipziger. Die sind besser einfach. Glaub mir, können wir uns das Spiel ja sparen. Also, da gab es so eine Zeit mit Anwanderern, ne? Mit anderer Sprache und braunem Hautton. Und siehe da, schon ein harmloses Wort aus dem alten preußischen Masuren und Schlesien, was wohl durch die polnischen Einwanderer mitgebracht wurde, wurde zum rassistischen Wort. Was? Schon wieder was Polnisches? Ey, willst du mich vereimern oder was? Ja, sicher das? Ein Passelack? Ein Passlack, muss man sagen. Ein Passlack, nicht Passe. Ne? Das E gehört da nicht rein. Er war in der preußischen
und schlesischen Mundartsprache ein bereitwilliger Diener, ein dienstbeflissener Knecht. Also, du warst fast wie ein Mameluke, ne? Der war ja Soldatenknecht, kannst du sagen, und so deine Ämter ausgeübt, ne? Das war dann eher der Passlack, ein bereitwilliger, bäuerlicher Knecht, der für die Großbauern auf den Feldern seinen Körper malträtierte, für wenig Moos. Jetzt sind die ja auch alle hier hingewandert, ne? Für die Großgrundbesitzer hast du da geackert. Und wenn du hier dann an der Zeche warst, konnte die Familie wenigstens vernünftig ernähren, ne? Ja, ja. Ja, du musst dich so tief in die Geschichte greifen. Meine Güte, nochmal, kann dir da nicht passen, Idiot. Also, der Passlack ist wahrscheinlich aus der polnischen Sprache von Poswatsch. Oh, weißt du, wenn du den Sprachfehler nicht hättest, dann würde das ja alles ein bisschen vernünftiger erklärt werden. Nee, das muss so sein. Ich kann das ja nie ändern, Mann. Also, das heißt übersetzt senden. Also, da hat sich dann der Poswanjetz entwickelt. Das ist ein Bote. Ein Bote? Ja, hast du schon Postbote. Kannst du den ja auch als Passlack beschimpfen, ne? Hey, Moment, das ist ja eigentlich kein Timwort gewesen früher. Also, früher hat man dann in der polnischen großen Breite, du weißt ja, das ist ja ein riesiges Land da gewesen früher, ne? Ja. Ist es heute ja auch noch. Ja, aber in der großen Breite haben die dann so einen Boten gesendet. Und später war das dann der Fronarbeiter und Hilfsdienstleister geworden. Und dann ist er irgendwie dann hier nach dem Pott, ne, rübergeswappt im Pott und dann waren da plötzlich die Herumtreiber. Ja, klar, Herumtreiber. Also, das waren ja Leute, die haben dann das Wort benutzt, ne? Aber, haben die hier wohl falsch verstanden dann, ne? Die alten Westfalen, das war ja hier westfälisch. Und die haben das Wort ja auch benutzt schon. Ehrlich, du erzählst Geschichten, weißt du das? Im Bergischen Land sprach dein Volk sogar von klatschsüchtiges Weib. Das war aber wirklich knapp jetzt. Also, wie das also zusammenhängt, kann ich dir gar nicht so richtig nachvollziehend erklären, weißt du, das ist nicht ganz so einfach, weil da kannst du nicht so viel rausfinden. Ja, und was hast du jetzt rausgefunden? Das Spiel ist ja totale Scheiße hier. Mann, ey, und ich hab nur noch Almnudler und Malzbier. Wo soll ich noch hinführen hier? Dafür komme ich hier hin. Hätte ja auch mal was mitbringen können. Ja, du hast doch immer was. Da kann ich doch nicht für, wenn ich den ganzen Kasten gestern getrunken hab. Ja, ist mir klar. Also, in der Sprachentwicklung hat sich das dann erschreckend verwandelt, das Wort. Ne? Also da wird dann sozusagen, wenn du so in eine Passlackensiedlung gekommen bist, so hieß er dann, ne, dann wusstest du Bescheid. Da wollte dann keiner hin. Da gab es Mord und Totschlag. Ausgeraubt wurde es auf jeden Fall. Und das galt dann nicht nur für die Passlackenstraßen, wo die alle gewohnt haben, die anders aussahen als blond und blauäugig. Ja. Ritz mir hier von den Türken, oder den Slawen, Portugiesen, Spanier, Griechenland, Italiener und was weiß ich noch alles. Ja, die hießen früher alle Passlacken. Und wenn du mal so guckst, da die ganzen Straßen, da war ja alles sauig. Nee, also so schlimm waren die jetzt auch nicht. Jetzt wird man hier nicht so zum Rassisten, ey. Das ist nämlich ein rassistisches Wort da, Passlack. Also zumindest war das früher mal so eine ganze Zeit lang dann. Und, die polnischen Zuwanderer haben das wahrscheinlich mitgebracht. Oder, und dann ist das eben vermengt so mit den alten Westfalen und so weiter. Ne? Dann waren die Fronarbeiter dann auf dem Feld, eben dann hier die Bergerleute und so weiter. So, und dann ist aus dem Boot ein Zimtwort gekommen. Für einen uselig aussehenden Menschen geworden. Ne? Also so wie so ein Sozialschmarotzer. Ja, schon wieder vorbei. Mein Gott, können die heute nichts zustande kriegen? Gegen Bayern machen sie noch ein Tovabu, 4 Tore und hier kriegen sie nichts gebacken gegen die Leipziger? Ja, gib mir doch nicht. Also, stell dir mal vor, Passlack kannst du jetzt bezeichnen, so unsaubere Straßen, ghettohafte Siedlungen. Ja, und früher hat man ja eben das Türkenvolk, Polen, Diebesvolk. Ja, oder auch, wenn du nachbarschaftliche, familiäre Unstimmigkeiten hatte, da hat man auch gesagt, hier, mit dem Passlacken willst du nichts zu tun haben da, ne?
Und kürzlich sagt dann die Oma, ne, geh mir weg mit Nudo, dem Patelacken. Der kommt doch nur, wenn er wieder Kohle braucht für sein Moped. Weil er sich das teure Benzin nicht mehr leisten kann. Also das Wort hat sich sozusagen vom Botenjungen, der nur eine Zeitung im Briefkasten packt, zu einem fuchsfetzenden Zimpfwort entwickelt. Und da kannst du mittlerweile ins Gefängnis für wandern. Und auch nicht mehr mal losgehen, weißt du, hier Monopoly. Ja, du erzählst Geschichten hinterher. Also, ich muss jetzt hier das Spiel gucken. Hol mir nochmal so einen Alendula, ich hab ja auch alle. Ja, ist ja klar, du hast alle. Also, wir sagen ja Patelack heute eher im Humor von Brei. Wenn ich hier hinkomme, dann sieht das ja wirklich aus wie der Patelacken hier. Ey, guck mal, schon wieder da unten Krümmel von der Pizza. Hast du wieder bestellt? Kannst du nichts selber kochen? Ja, ich hab aber kein Vibe, so wie du. Na, du bist aber auch echt einer. Mann, was ist denn jetzt los? Ach, jetzt ist der Fernseher, das Internet ausgefallen, das gibt's ja doch nicht. Ja, so ist das nun mal. Ey, guck doch mal da, was da los ist. Mann, ey, echt. Ey, ja, was hier mit 5G, weißt du das? Du hast doch Kabelfernseher, erzähl doch nicht. Ja, 0-0, nichts verpasst. Also, was wollte ich denn sagen jetzt? Hast mich ganz aus dem Konzept gebracht hier. Was ein scheiß Spiel. Mann, ey, hätte ja zu Hause bleiben können. Wofür gibst du das für so viel Geld aus hier? Ja, wenn man so ein Spiel mal wie gegen Bayern sieht. Hab doch gesagt, die machen kein Salon mit denen. Ja, hat er gesagt. Hab ich ja gesehen. Ja, also. So. Das ist dann so ein Junggeselle wie du, ne, der nicht aufräumt, ne? Und das ist dann eher so ein Patelackenwohnung, weißt du? Dann kriegt er eher immer vom Pizza-Service. Und ich sag mal so, das Wort ist ja fast verschwunden. Und früher hat man ja tatsächlich auch, wenn hier Winter- und Sommerflussverkauf war, Patelacken-Flachrennen gedacht. Da waren dann auch die Reichen dabei. Ja, und ich. Weil ich kann mir das auch nicht mehr leisten hier bei der ganzen Inflation. Ja, dann machst du mit beim Patelacken-Flachrennen, ist klar. So, jetzt erwähne ich aber nochmal den Mameluken. Die Steigerung vom Patelack ist der Patemalucke. Also ich weiß zwar nicht, wie die Unwissenheit mit zwei verschiedenen Wörtern da eine Verschweißung bekommen hat, denn das ist die Bezeichnung eines Menschen der untersten Schicht. Also Obdachloser, der so in der Abwasserkanäle rumkriegt, so in Indien, weißt du, das sind so die also ganz unten sind da, ne? Und das möchtest du ja nicht sein. Nee, wer will das schon? Bevor er mir die Wohnung leisten kann. Also, das Wort Patelacke ist ja kein schönes Wort in der heutigen Zeit. Ah, geh mir weg. 1-0 für Leipzig. Mann, echt, ey. Ich hab das kommen sehen. Ja, so ist das. Da kannst du nichts machen, ne? Wäre auch mal was. Also wenn du jetzt mal so eine Liebste hättest, ne, du als Junggeselle, dann kannst du mal so eine Postkarte oder heute ist das ja mit E-Mail, ne? Dann machst du so ein Postwatch. Mann, ich kann das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Heißt ja senden auf Polnisch, ne? Übersetzt. Dann bist du kein Patelacke, sondern ein Mensch. Ne? Du hast dann was gesendet, da ist doch was Feines, ne? Ja, ich sende dich gleich nach draußen. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, die du mir wieder erzählst. Obwohl, kannst ja eigentlich den Fernseher ausmachen. Das ist ja alles Scheiße hier. Warum können die denn nicht besser spielen da gegen Leipzig? Ja, nu. Mal so, ne? Aber sag nicht Patelacken zu den Leipzigern. Kriegst du Ärger, das sag ich dir. Also, wenn du mal was näher wissen willst darüber, dann musst du mal hier in Peter Honnen gucken. Wo kommt das her? Vom Greven Verlag? Oder ich habe auch ein bisschen was gefunden in der Ruhrgebietsprache.de. Das ist so ein Lexikon, da kannst du mal gucken, ne? Da ist aber nicht viel, ne? Also, ich denk mal, ich tippe da mal richtig so, dass das Polnisch ist. Aber ist ja egal. Jetzt weiß Bescheid. Jetzt gucken wir mal. Ich halte ja schon die Wuch. Jetzt trinke ich mir erstmal den Hallendola. Ich wünsche dir was. Ich halte die Dusche. Weißt du, das hat übrigens Gosche jetzt, glaube ich, aus dem österreichischen. Das will ich mal nachforschen, dann erzähle ich dir nächste Mal, ne? Ach.
hör mir bloß auf mit nächste Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich dich nochmal einlade hier. Glück auf. Ich meine ja nur, das hat ja mit dem Almdudler, das hat ja so ganz nah dran. Ne? Das war ein kleines Hörspiel von André Brune, Sprecher André Brune, Sprecher auch von Kalle und Sprecher von Erwin. André Brune, ja, habe ich gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wisst ein bisschen mehr über das Wort Pasellacke. Und die Info, wo ihr nachforschen könnt, habe ich ja als Erwin auch erklärt. Ich wünsche euch ein schönes Glück auf und bis zum nächsten Pottwort. Tschüss, Götz.